alle? Zivilisten ist es nicht gestattet, Truppenzüge ohne schriftlichen Befehl des Kommissars zu besteigen. Vorwärts, Versuche, einen Militärzug mit gefälschten Papieren oder durch Bestechung oder anderweitige Möglichkeiten zu besteigen, werden mit Haftstrafen wegen Verrats geahndet. Ah, ich glaube, da steht sogar der Autor. Alle Mann die Plätze einnehmen. Oh. Und plötzlich. Ja, das möchte ich nicht, dass plötzlich so eine Planke wegkommt. Hallo, ich möchte auch noch was sehen. Bitte, zeigt mir. Achtung! Der Zug ist bereit zur Abfahrt. Alle Soldaten mit Marschbefehl sofort aufsteigen. Jeder Frontsoldat, der auf dem Bahnsteig ist, nachdem der Zug abgefahren ist, wird wegen Desertation erschossen. Warum bist du in die Armee eingetreten? Ich bin meinen politischen Ansichten gefolgt. Also, ich bin wegen der Moneten hier. Und du? Ich? Gehe zur Armee, haben sie gesagt. Schau dir die Welt an, haben sie gesagt. Mein Vater war Soldat in der Roten Armee und sein Vater auch. Ist Familientradition. Dann sag mir, Lef, ob es auch Tradition bei euch ist, Arme und Beine auf dem Schlachtfeld zu lassen. Sie waren glücklich, diese Opfer bringen zu können. Klar. Betrunkene und Narren sind auch glücklich. Da ist eine schwarze Kapsel in meinem Munitionsbeutel. Was ist das? Ein Antibiotikum? Nein, das ist Cyanid. Für den Fall, dass der Feind dich gefangen nimmt. Was? Aber Gott verbietet Selbstmord. Ich würde direkt in die Hölle wandern. Hör zu, Altarjunge. Ein Gefangener der Faschisten wandert sowieso in die Hölle. Glaub mir, mit der Pille geht das schneller. Ich könnte mir niemals selbst das Leben nehmen. Dann gib mir deine Kapsel. Ich würde lieber zwei schlucken, anstatt in einem ihrer Lager zu verrecken. Okay. Kapitel 4, der Krieg. Die Apokalypse hat uns nicht davon abgehalten, uns wegen Ideologien gegenseitig umzulegen. Ich bin dabei, durch die Front zwischen Faschisten und Kommunisten zu gehen. Früher haben die schon mal Krieg geführt und die Faschisten haben verloren. Okay. Ich habe jetzt nicht unbedingt noch Sozialwissenschaftskenntnisse, aber die Faschisten waren noch die, die sich selber über ihre anderen Leute stellen. Und die Kommunisten waren die, die... Aua. Die alle gleichstellen wollten. Genossen, Glückwunsch zur Ankunft an der Front. Ich weiß, dass Sie Ihr Mutterland stolz machen werden. Die Zukunft von Lenins Metro und die Zukunft der Menschheit liegt nun in Ihren Händen. Singen Sie mit mir. Wacht auf, Verdammte dieser Erde, die steht... Werden wir bezahlt oder was? Selbst Marx hätte nicht von Ideen allein überleben können. Lassen Sie das Gejammere! Nun ist Geld und wir zahlen im Voraus. Ein volles Magazin für jeden. Aber von ehrbaren Soldaten erwartet man, dass sie die Moon an den Feind austeilen. Das ist richtig, Genosse Kommissar. Die Partei lehrt, dass nur kommunistische Doktrinen den wahren Weg durch die Tunnels weisen. Nur im Namen Lenins können wir den Glanz der Metro und der Menschheit wiederherstellen. Und unter dem roten Banner der roten Linie können die Verstoßenen, die Leidenden und die Unglücklichen sich von ihren Knien erheben und vorwärts marschieren. Marxismus ist das sprichwörtliche Licht am Ende des Tunnels. Sagen Sie, Kommissar Genosse, was sagt die Partei zu den zweiköpfigen Mutanten in der Fili-Linie? Scheiße! Wir verlieren Männer! Aua! Medipack. Okay, scheinbar ist alles, was ich mache, nicht richtig.
Front. Ich weiß, dass sie ihr Mutterland stolz machen werden. Die Zukunft von Lenins Metro und die Zukunft der Menschheit liegt nun in ihren Händen. Die Frage ist, sie mit mir. Was können wir sonst machen? Werden wir bezahlt oder was? Selbst Marx hätte nicht von Ideen allein überleben können. Gut, dann hören wir den erstmal zu. Nun ist Geld und wir zahlen im Voraus. Ein volles Magazin für jeden. Aber von ehrbaren Soldaten erwartet man, dass sie die Moon an den Feind austeilen. Das ist richtig, Genosse Kommissar. Da hinten ist einer. Die Partei lehrt, dass nur kommunistische Doktrinen den wahren Weg durch die Tunnels weisen. Nur im Namen Lenins können wir den Glanz der Metro und der Menschheit wiederherstellen. Und unter dem roten Banner der roten Linie können die Verstoßenen, die Leidenden und die Unglücklichen sich... Fekita. Du bist tot. Aua. Weg hier, weg hier, weg hier, weg hier, weg hier, weg hier, weg, 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 weg. Ach, da ist auch noch einer. Aua. Wieso überleben die so viel? Und wieso sehe ich so schlecht? Und wieso schieße ich so scheiße? Lauf! Du hast doch sicherlich was fallen lassen, oder? Erstmal nach hinten absichern. Ich möchte nicht, dass einer mir hinter mir herkommt. Okay, hinten ist abgesichert. So, nachladen. Ich weiß, ich bin ziemlich langsam im Durchspielen von Shootern, aber egal. Na, nachladen. Oh! Der kam etwas früh und ich habe jetzt schon wieder nur noch ein Medipack. Ah, ich liebe diese Welt. Da vorne ist der. Ich sehe ihn schon. So. Ist hier noch irgendwo einer, den ich dringend abschießen sollte, bevor ich weitergehe? Okay, zumindest sind jetzt die Spieldaten gespeichert. Ja, irgendjemand schießt mich ab. Irgendjemand hat dann da oben. Aua. Lade nach. Und zeig mir, was auf der anderen Seite ist. Hier ist überhaupt nichts. Gut. Okay, ich brauche recht viele Kugeln, um einen zu erledigen.
muss ich leider sagen. Haben wir hier noch irgendwas? Nein. Okay. Hier ist auch nichts mehr. Aber da vorne höre ich noch zwei schießen. Dann kriege ich von hier aus nicht ins Visier. Da. Oh, 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 oh.